Sass Wings auf zu singen. Alter, was machst du? Nein, nein! Ach du Kacke. Leute, Hilfe. Ich will sterben. Warum? Sieh dir Rosie an. Ein Engel. Yo Leute, willkommen zu Sarahs neuem Video. Heute im Asi-Look. Sarah ist auch im Asi-Look. Ja, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Pizza essen. Was denn? Nichts. Ja, das war's eigentlich schon. Cool. Alter, mach aus! Cool. Leute, wir haben gestern ja einen Film geguckt und der war voll traurig. Und Jorina hat geweint. Du hast geweint! Ich hab nicht geweint! Sarah hat geweint. Nein, ich hab fast geweint. Sarah hat dein Maul. Jorina, ich freu dich gleich, Jorina! Aber man muss sagen, Jorina kannte den Film auch schon, ich nicht. Ja, ich habe aber nicht geweint. Ja, aber der war trotzdem voll traurig. Das war, doch. Kennt ihr The Kissing Booth? Das war voll traurig. Der Film war sehr traurig, okay? Sarah weint bei jeder Scheiße. Also. Hä? Du hast mich noch nie weinen sehen. Ich habe einen Vlog, wo du weinst, okay? Und Jorina braucht Ewigkeiten, um sich fertig zu machen. Wir wollen eigentlich nur essen gehen. Ich habe übelst Hunger und sie... Ich habe 10 Minuten literally gebraucht. Sarah ist halt so, die sind 3 Minuten fertig. Ich brauche halt ein bisschen Time. Und Leute, ich war sogar so nett und habe sie in meinem Bett schlafen lassen. Und als Dank hatte ich so gefühlt so 10 cm Platz. Das war dauernd dein Arsch. Also als ich wach war, lag ich so da. Ich weiß nicht, wie ich da letztlich geschlafen habe, aber... Ja. Nein. Sie sagt, ich hätte im Schlaf gehabt. Ja, sie wacht so auf, sagt so irgendwas und sie war direkt wieder weg. Richtig komisch. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Ja. Zwerg. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Pizza essen. Ich habe schon absolut Hunger und freue mich schon auf die Pizza. Du auch? Mhm. Ich hasse das, wenn du mich auf so hässlichen Winkeln filmst. Hä? Vielleicht sind es nicht die Winkel, vielleicht bin es einfach ich. Wir sind jetzt wieder zurück vom Pizzaessen. Wie war dein Essen, Jorina? Super. Ich habe doch keine Pizza gegessen. Ich habe ja richtig viel geschafft an Essen. Sie wollte das Döner haben. Und was isst sie? Die Pommes. Ich habe aber Fleisch gegessen. Ja, 3 Stück. Nein, mehr. Und ich warte die ganze Zeit auf eine Antwort von Marco, ob wir heute Abend noch was zusammen machen, weil wir eigentlich noch was zusammen trinken wollten. Mal gucken. Während Jorina sich gerade fertig macht, mache ich gerade mein Paket fertig, weil ich habe ja mir beim Prime Day eine neue Maus bestellt. Und die Leute, die mich aktiv verfolgen, wissen ja mein Glück, was Mäuse angeht. Und ja, meine Maus war kaputt, dann ging die wieder und jetzt ist sie wieder kaputt. Dann wollte ich ja gerne eine neue Maus haben, jetzt kam eine kaputte Maus an. Und ja, keine Ahnung, das nervt mich irgendwie übelst, weil ich mich so mega auf die Maus gefreut habe und die mega cool fand. Und jetzt darf ich die wieder zurückschicken und die umtauschen lassen. Hoffentlich wird die nächste Maus dann heile sein und ich kann endlich mal vernünftig spielen, weil das einfach mega der Abfuck ist. Und jetzt soll ich wieder mit meiner kaputten Maus spielen. Das ist so nervig, wenn die dauernd Doppelklicks machen, sowas, wenn ich Videos schneide. Die Leute, die Sony Vegas schneiden, die kennen das ja bestimmt, wenn man einen Doppelklick macht. Wenn man nur einmal klickt und Doppelklick hat, bei Sony Vegas ist das einfach der größte Abfuck. Jorina macht sich gerade immer noch fertig und ist gerade duschen gegangen. Und währenddessen schneide ich gerade noch ein TTT-Video, weil ich noch für morgen ein Video brauche. Eigentlich sollte ja ein anderes Video kommen, aber ich habe das zeitlich nicht geschafft, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Und ja, deswegen hatte ich noch ein TTT-Video auf Lager. Welches ich jetzt schneiden werde. Alter, ich habe gerade so erschrocken, mein Intro ging auf einmal an. Alter, es ist so nervig, mit dieser Maus zu schneiden. Wir haben jetzt ein paar Videos aufgenommen, aber irgendwie bin ich so komplett unzufrieden, weil es voll kacke war irgendwie. Das erste war gut. Ja, es ging, so, keine Ahnung, wir wollen halt so Kinderserien erraten machen, aber irgendwie war das so, ich dachte, das ist halt sowas wie iCarly oder so wie 101 oder solche Sachen halt kommen. Aber irgendwie kam nur so eine ganz alte Kacke, die man so gefühlt mit 5 geguckt hat. Oh, wir haben es verkackt. Und ja, keine Ahnung. Deswegen irgendwie fand ich das nicht so cool. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zu dem See oder so und machen jetzt Bilder. Will was? Komm mal mit raus, ich will nicht alleine suchen. Ja, Sarah, ich komme gerne. Wir schauen jetzt einer klassischen Autofahrer-Profi-Fahrerin zu.
Let's go, Sarah. Leute, ich wollte noch was erzählen. Das hat Max mir nämlich erzählt, was Jorena meinte. Denn Jorena meinte, dass hier bei mir ja die ganzen Nazis wohnen. Obwohl aus Friesland. Ich habe Sachsen mit Niedersachsen verwechselt, das ist alles. Obwohl so aus Friesland das der friedlichste Ort überhaupt ist. Aber ja. Willst du dich dazu noch äußern oder willst du das so stehen lassen? Ja. So Leute, Jorena will ich jetzt hier rüberklettern, um ein Bild zu machen. Verfilm jetzt nicht meinen Arsch, Alter. Schwarz. Gucken schon die ganze Zeit. Krass Klassenfahrt, die ganze neue Staffel. Und Jorena versucht dauernd Bilder zu machen. Na. Was geht? Und irgendwie genau dann, wenn sie gefühlt eine Pose gefunden hat, geht das Licht weg, die Sonne weg. Also. Wir treffen gleich noch ein paar Freunde. Ja. Jorenas Freunde. Meine Freunde. Ich schreibe viel mit Cheyenne. Jetzt schau ich krass Klassenfahrt weiter und ich weiter. Oh, hallo? Bei 100 Likes wird Jorena. Ich könnte wieder kurz sagen, du kannst gerade einpacken. Ich mach so einen Winkelfilm, aber schneidet sie dann eh aus, ey. Warte, öffnet's! Okay, wir sitzen jetzt auf der Terrasse und meine Freunde kommen jeden Augenblick und gleich mal noch Musik an und ja, jetzt wird erstmal ein bisschen gefeiert und ich fühle so cringe, wenn ich das sage. Jorena, willst du auch was dazu beitragen? Okay. Hier sehen Sie Sarah. Oh, sie hat irgendwas geholt. Und da kommt sie auch schon. Ja. Oh, Cola. Was willst du jetzt? Kann ich dir helfen? Okay. Dann werde ich sie jetzt einfach weiter useless filmen. Hui. Das ist gut, dass ich kann das rausschneiden. Wenn du das machst. Zeig dir jetzt ein gutes Lied. Zeig mal. Ich muss kurz gucken. Wie heißt es auf Spotify? Wir können gerade Werbung machen. Kass einem Sarah. Und das fokussiert gar nicht. Ah, jetzt. Okay. Schindy ist geil. Was machen wir hier eigentlich? Warten auf zuverlässige und pünktliche Freunde. Ja. Tomorrow, carry on. Carry on. Too late. My time has come. Okay, reicht. Ich hab angefangen, gut zu singen. Alles klar. Hast du es gerade Müll genannt? Ich hab nicht gesehen, aber ja. Jetzt kommt der Beef. Kann ihr bitte weitermachen? Das ist alles, aber kein Müll. Also, ja, meine Mutter hat uns jetzt Essen gemacht, weil meine Mama ein Schatz ist und eine Ehrenfrau. Statement dann drin. Alles klar. So Leute, es ist gerade 2 Uhr nachts und ich schneide gerade das Video und mir ist gerade aufgefallen, ich habe keine Abmod, deswegen kommt die jetzt. Ja, vorab, eigentlich hatte ich noch mehr Szenen, aber ich will meine Freundin nicht verlieren, deswegen habe ich die jetzt mal am Schluss weggelassen. Davon abgesehen, wollte ich eigentlich nur sagen, dass das jetzt das Ende von dem Vlog ist. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt alle in die Kommentare, Hashtag Mama ist süß. Weil Mama echt süß ist und uns Essen gemacht hat. Also, bis nächstes Mal, haut rein und ciao. You lost it, baby, beyond it. I can see you faded. I don't like to fake it.